Flaschenöffner. Und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, wo wir mal Flaschen testen. Flaschen von Haribo, die neuen Flaschen von Haribo, und zwar Haribo Happy Limo. Ja Leute, es ist eigentlich gar nicht meine Sorte, denn ihr seht schon, sie sollen sauer sein. Es gibt sie einmal in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Einmal mit Wild Cherry, also Kirsche, Homemade Lemonade, also so ein komischer Mix aus beiden Sorten, und einmal Blue Grape. Ich tendiere natürlich zu Traube. Traube finde ich immer sehr, sehr lecker. Wir werden jetzt hier alle dreimal probieren. Ich hoffe jetzt nicht, dass es zu sauer wird. Ich habe sie bei Aldi entdeckt. Bei Aldi gibt es sie aktuell. Und ja, Großaufnahme ist jetzt relativ unspektakulär. Wir haben hier drei unterschiedliche Sorten. Ich fange einmal an mit Grape. Oder nee, ich fange einmal an mit Kirsche. Kirsche ist diese rot-weiße Sorte hier. Oh ja. Zu sauer ist es jetzt nicht. Es ist schon gut sauer, aber es schmeckt tatsächlich sehr intensiv nach Kirsche. Also das muss ich schon sagen. Und ich habe hier gerade, was soll das eine, also irgendwie manchmal... Also Produktionen sind nicht immer ganz hier, ja. Naja gut, wir machen weiter mit der blauen Sorte, mit Grape. Da bin ich schon mal gespannt auf Traube. Ja, auch leicht sauer. Es hat so ein bisschen einen anderen Geschmack. Er ist ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Traube schmecke ich jetzt hier nicht wirklich raus. Aber Cherry war schon richtig, richtig fruchtig. Und diese Sorte, die ist so ein bisschen milder im Fruchtgeschmack. Ja, hier haben wir jetzt mal einen Mix. Es heißt Homemade Lemonade, aber ich denke mal, dass es ein Mix aus Kirsche und Traube sein wird, sein muss. Und es ist schwierig. Alle drei Sorten schmecken irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Ich finde die Sorte mit Grape... Die war am schwächsten. Habe ich jetzt am meisten von erhofft, weil ich Grape sehr lecker finde. Cherry war tatsächlich wirklich am fruchtigsten vom Geschmack. Alle drei sind insgesamt leicht sauer. Es ist auch wieder nicht zu sauer. Es geht gerade so. Ja, aber für Leute, die auf richtig saures Fruchtgummi stehen, die werden hier auch nicht richtig auf ihre Kosten kommen. Ja. Wie gesagt, alle drei Sorten, es ist wirklich, man muss sie alle drei nacheinander probieren. Sie schmecken wirklich alle irgendwie unterschiedlich. Es muss sich jetzt jeder die beste Sorte raussuchen. Ich finde Kirsche am besten. Wie gesagt, Traube finde ich am interessantesten, aber sie ist schwächer vom Geschmack. Also Leute, man kann es gerne machen. Ich würde dieser Edition 6 Punkte geben. Aufessen, ja. Nee, lass mal. Ich teile sie mit Freunden. Nochmal holen würde ich sie mir nicht. Wie gesagt, aktuell entdeckt bei Aldi Nord. Schaut, ob ihr sie auch irgendwo noch sonst entdeckt. Ich habe sie bis jetzt nur bei Aldi gesehen. Und ja, Leute, wir sehen uns.